Klassisches Gulasch, saftig und zart, nach Omas Art. Wer mir schon länger folgt, der weiß, ich hatte eine tolle Oma, die konnte richtig gut kochen und hat mir extrem viel beigebracht. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Heute fange ich mal ganz anders an und lasse die Zutaten einfach weg. Mal sehen, wem es auffällt, mal sehen, wer so lange überhaupt mein Video anschaut. Schreibt es mir doch mal in den Kommentaren. Aber wie immer könnt ihr alle Zutaten unter dem Video nachlesen. Als erstes werden Paprika und Zwiebeln in grobe Würfel geschnitten. Dann wird in einem Schmortopf Butterschmalz erhitzt und darin werden die Zwiebeln kräftig angebraten. Sie dürfen ruhig Farbe annehmen, denn das ergibt dann unsere Röstaromen. Tomatenmark mit dazu und kurz mit anrösten. Dann wird alles mit der Brühe und dem Rotwein aufgefüllt. Alles zusammen aufkochen und dann wird das Fleisch nicht angebraten hinzugefügt. Abgedeckelt alles zusammen aufkochen lassen und dann kommen die geschnittenen und geschälten, umgekehrt geschälten und geschnittenen Tomaten dazu. Deckel auf den Topf und jetzt darf das Gulasch 2,5 Stunden schmoren. Nach diesen 2,5 Stunden kommt die Paprika dazu und mein selbstgemachtes Gulaschgewürz. Das Gulaschgewürz ist, wenn man so will, die Geheimzutat, denn das ist ein veredeltes Gulaschgewürz. In diesem Video hier oben könnt ihr sehen, wie mein veredeltes Gulaschgewürz gemacht wird. Jetzt darf das Gulasch noch einmal eine halbe Stunde schmoren. Zum Schluss noch einmal abschmecken und abbinden. Zum Abbinden habe ich 3 Esslöffel Speisestärke mit Wasser vermischt und das ins Gulasch getan. Abwarten, bis eine Bindung entstanden ist. Wem das Ganze dann immer noch nicht dick genug ist, der kann auf gleiche Art und Weise vielleicht nochmal mit 1 oder 2 Esslöffel Speisestärke nachbinden. Und dann kommt ein schönes sämiges Gulasch raus. Schaut mal, das sieht doch gut aus. Und dann ist das Gulasch fertig und kann angerichtet werden. Bei uns gibt es Klöße, Nudeln oder Kartoffeln dazu. Dieses Mal hatten wir uns für Nudeln entschieden. Und so sieht das Ganze dann angerichtet aus. Ich finde, das sieht nicht nur lecker aus, es war auch sehr lecker. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.